Ja, Patricia Kelly ist nach wie vor bei uns, hat den Knochenjob Krankenpflege erlebt an der Seite von Schwester Heidi Sprandl und das Ganze auf der Kinderkrebsstation zuletzt in der Uniklinik Essen. Und sie hat uns erzählt, sie ist voller Respekt für die Pflegekräfte, die wirklich täglich Irrsinniges leisten. Aber es gehört eben auch jede Menge Idealismus dazu, das haben wir auch begriffen. Selbstausbeutung noch dazu, denn es fehlen dringend zehntausende Pflegekräfte. Aber wer hat Schuld am Pflegenotstand? Darüber wollen wir reden mit Gregor Gysi für die Linke im Bundestag nach wie vor. Herzlich willkommen bei uns. Gysi. Schön, dass wir uns hier mal wiedersehen. Und das ist ja für Sie nicht nur ein theoretisches Thema. Sie sagen, vor 14 Jahren hatten Sie so Ihr persönliches Seuchenjahr mit Herzinfarkten, mit Hirnoperationen. Ich gehe mal davon aus, ein prominenter Patient im Krankenhaus bekommt vielleicht vom Notstand gar nicht so viel zu spüren oder durchaus doch? Ja, das liegt ja daran, dass wir viele Fehler begehen, aber ich will erst mal sagen, dass mir das sehr imponiert, Ihre Arbeit. Und ich war erinnert an meine Kindheit. Ich lag selbst ein halbes Jahr im Krankenhaus. Und der Junge, der neben mir lag, den ich dann regelmäßig besuchte, ist gestorben. Und mir ist hinterher aufgefallen, dass die Ärztinnen und Ärzte und die Schwestern so viel mit ihm gespielt haben, weil sie es schon wussten, ohne es ihm und natürlich mir zu sagen. Das ist schon ein harter Job. Ja, ich glaube, der Fehler besteht darin, dass der ganze Neoliberalismus dazu geführt hat, dass sich alles rechnen muss. Ein Krankenhaus muss sich nicht rechnen, sondern für Gesundheit sorgen. Das habe ich erwartet. Zur Analyse kommen wir gleich. Lassen Sie uns kurz hören auf die Stimmen derer, die aktiv im Beruf betroffen sind. Denn auch wer kerngesund ist, kann den Pflegenotstand inzwischen nicht mehr ignorieren. Dank sozialer Netzwerke haben Pflegekräfte wirklich auch eine ganz starke Stimme bekommen, wie Ulrike Beseke zeigt. Mit diesem offenen Brief auf Facebook sorgte Krankenschwester Clarissa H. Anfang des Jahres für Aufruhr in den sozialen Netzwerken. Sie schreibt unter anderem: Willst du künftig von schlecht ausgebildetem Personal versorgt werden oder dass keiner in dein Zimmer kommt, wenn du Hilfe brauchst, einfach weil nicht genug Personal zugegen ist? Clarissa H. wird zur Stimme der Pflegekräfte. Ihr Brandbrief wird mehr als 33.000 Mal im Netz geteilt. Personalnotstand im Krankenhaus, das Thema des Jahres. 162.000 Stellen fehlen laut der Gewerkschaft Verdi in deutschen Krankenhäusern. In Deutschland ist eine Krankenschwester im Schnitt für 10,3 Patienten zuständig. In der Schweiz sind es gerade mal 5,5 Patienten. Zu wenig Zeit, Schichtdienst, Unterbesetzung und dazu noch die geringe Bezahlung. Diese Probleme kennt auch Kinderkrankenschwester Heidi Sprandl. Man muss schon nach so einem Job nach Hause gehen und sagen, ich habe jetzt wenigstens genug Geld in der Tasche, um dass ich zu Hause in Frieden und ohne große Probleme meine Freizeit genießen kann auch. Darf ich denn so direkt fragen, verdienen Sie genug, um Ihre Freizeit zu genießen? Ich verdiene ausreichend, um gut zu leben, aber ich würde gerne öfter mal in den Urlaub fahren, um den dann zu genießen. Das ist wo ist denn für Sie in Ihrem Beruf Ende der Fahnenstange, einkommenstechnisch? Wir haben gehört, 2,7, glaube ich, nach der Ausbildung brutto. Ja. Das ist 1,5 netto, ne? Ja, ja. Uns da bloß nichts vormachen. Ja. Ja, mit ein paar Zuschlägen ist es ein bisschen mehr und mit dem Alter. Aber ja, man muss schon gucken. Also das normale Leben geht gut. Aber wie gesagt, Luxussachen wie Urlaub oder neues Auto, da muss man schon überlegen, wie man das macht. Jetzt will Gregor Gysi zusammen mit seiner Partei gerne Pflegekräfte besser bezahlt sehen. Er möchte sie besser ausgebildet sehen. Aber Herr Gysi, müssen auch zugestehen, die Forderung ist erstmal kostenlos. Wo wollen Sie das Geld hernehmen? Das sage ich Ihnen gleich. Aber es gibt Frauenberufe. Und die heißen deshalb Frauenberufe, weil sie schlecht bezahlt sind. Und deshalb gehen wir Männer auch nicht hin. So einfach ist es. Schauen Sie sich das bei den Schwestern an. Da gibt es natürlich auch Männer, aber selten. Und bei den Ärzten sind sie natürlich viel häufiger. Da wird ja auch besser verdient. Deshalb sage ich Ihnen, wenn wir besser ausbilden und besser zahlen, das gilt für Krankenschwestern, das gilt für Pflege, das gilt auch für Erzieherinnen in Kindertagesstätten, dann gehen auch die Männer hin. Und dann wird das Ganze gerechter. Also, wir brauchen meines Erachtens nicht über 200 Krankenversicherungen. Vielleicht machen es ja auch 3 oder 4. Dann brauchen wir die private Krankenversicherung nur für so Wünsche wie Einbettzimmer oder so. Aber nicht für die Art der ärztlichen Betreuung und nicht für die Art der Medikamente. Du musst behandelt werden nach der Art deiner Erkrankung, nicht nach der Art deiner Versicherung. Das muss doch nur endlich mal rein in die Köpfe. Und zur Bezahlung.
zur Bezahlung, wenn wir sagten, alle Beschäftigten müssen ihren Beitrag bezahlen, und zwar ohne Beitragsbemessungsgrenze. Mhm. Zumindest höchstens die, die wir in der gesetzlichen Rentenversicherung haben. Dann hätten wir viel höhere Einnahmen. Verstehen Sie, wir müssen es doch finanzieren. Ja. Wir haben den Artikel 1 des Grundgesetzes. Übrigens steht im Grundgesetz, dass die Gesundheit zu fördern ist. Da steht nicht, die Gesundheit ist nach Art einer Versicherung zu fördern. Das steht da nicht drin. Also ich finde die ganzen Zustände undenkbar. Geld, Herr Gysi, ist ja nicht das einzige Problem, sondern ganz konkret auch momentan, was der Mangel an Pflegekräften bedeutet. Patricia, ich höre da immer wieder Spontaneinsätze am Wochenende. Kannst du eben noch mal reinkommen? Ja. Mehr Arbeit für nicht besetzte Stellen. Haben Sie davon was mitbekommen bei Ihren zwei Tagen? Also eins ist sicher, dass es war viel hektischer und viel mehr Stress, als das Film gezeigt hat. Und das Film war großartig. Es ist wirklich, du rennst von rechts bis links. Ein Kind hat diese Krankheit, das andere hat diese. Du musst genau die Medikamente in schnellen Sekundentakt wissen, wenn da ein Fehler passiert. Das ist doch lebensgefährlich für die Kinder. Und dass sie das alles so schaffen in den Stress. Ich war Ende des Tages fix und fertig. Also das ich will Ihnen erzählen, ein Professor hat mir gesagt, dass er einen Jungen dreimal operieren musste. Und als er ihn das dritte Mal sah, der lag schon zur Operation bereit, sagte der Sechsjährige zu ihm, lassen Sie mich doch einfach sterben. Da merkst du, was das für ein Druck ist, was du da machen musst, wie du so ein Kind auch wieder aufbauen musst. Mhm. Und da verstehe ich unsere auch bürokratische Herangehensweise gar nicht. Ich sage Ihnen, wir haben so viel Einnahmen. Immer wenn es sein muss, ist auch Geld da. Die Banken können wir mit Milliarden retten. Also wenn wir das können, dann können wir doch auch wirklich mal für Gesundheit, für Bildung mehr tun, wenn Sie als sagen, das gegenwärtig der Fall ist. Es fehlen 80.000 Pflegekräfte in deutschen Krankenhäusern. Die Linke sagt, nein, wir brauchen sogar 100.000 mehr. Gut, aber ich wäre mit 80.000 schon sehr zufrieden. Das glaube ich, aber wo sollen die herkommen? Schon heute werden die Stellen ja nicht besetzt, weil die qualifizierten Bewerber fehlen, ganz offensichtlich. Deshalb sage ich ja, wenn wir es deutlich besser bezahlen, wenn wir dann mehr einstellen, sodass man auch mehr Freizeit hat, mehr Pausen hat, nicht so viel Überstunden hat, glauben Sie mir, dann schafft man das. Ich kenne das aus viel früheren Jahren. Putzfrauen wurden grauenhaft schlecht bezahlt, es gab überhaupt keine mehr. Plötzlich haben sie es anständig bezahlt und wir Männer waren da. Ich glaube einfach, dass es ist. Ja, ich glaube, es gibt da sogar noch ein großes Potenzial zu heben, weil was für mich eine skandalöse Feststellung war in der Vorbereitung, der Pflegeberuf ist derjenige, der am frühesten verlassen wird von denen, die ihn ausüben. Nach 7,5 Jahren im Schnitt gehen Pflegekräfte aus dem Beruf raus. Heißt auch, da müssen eigentlich ganz viel ausgebildete Leute sein, die man vielleicht zurückholen könnte. Glauben Sie, das ist möglich oder was müsste passieren, damit man gelernte Pflegekräfte wieder für den Beruf begeistern kann? Ich glaube, das sind ja dann wahrscheinlich schon ältere Menschen, die das schon, wenn die schon wieder weg sind, ich glaube, da müsste schon die Voraussetzungen müssten gebessert werden, dass es halt weniger körperlich auch oft ist, ja, weil je älter man wird, desto weniger kann man körperlich einfach leisten, desto anstrengender wird das. Mhm. Mit 20 bin ich da besser rumgeflitzt als heute mit 40, von daher. Aber, also Jens Spahn hat ja erst angefangen. Also ich hoffe, dass er die Pflege schafft. Wenn er die nicht schafft, dann ist das ein Versagen. Und da muss er sich auch durchsetzen, auch beim Bundesfinanzminister. Ich bin aber ganz sicher, dass das vorangeht. Denn ich glaube, langsam begreifen alle, dass es von heute auf morgen uns alle betreffen kann, auch wenn wir heute noch kerngesund durch die Gegend laufen. Ich glaube, der Auftritt von Patricia Kelly heute war auch schon eine große Werbung für den Pflegeberuf, weil sie uns allen noch mal gezeigt haben. Dass sie denen was vorsingen. Was glauben Sie, wie schön das für die ist? Das ist ja so selten. Das, was wir dort gesehen haben, ist ja eine Rarität. Ne? Das war meine Ehre für diese unglaubliche hätte, Menschen. Wären die noch kränker geworden, aber bei Ihnen ist es Aber ich glaube, wenn es mit der Musik mal nicht mehr läuft, da wäre sofort eine Stelle frei. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese zwei Schnuppertage in der Kinderstation. Patricia Kelly, danke für Ihren täglichen Einsatz und für den Besuch bei uns, Heidi Sprandl. Und ganz herzlichen Dank für den Besuch, Gregor Gysi.